Hallo zusammen, du bist Crown Cleetus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut. Wir sind schon wieder in Kiel gespawnt. Das glaube ich nicht. Und das heisst, wir machen uns jetzt auf einen weiten Weg. Richtig. Richterin. Gibt's ja nicht. Gibt's einfach nicht. Das ist eigentlich schon fast eine Zeitverschwendung. Das ständige Hin- und Hergegondeln. Ja, ja. Oh, schön, aber wenigstens sportlich Golf montiert. Der tönt auch beim Anloch ein bisschen anständig. So, you gonna go talk to Joe Wolferson? Aber sonst, das hat wirklich etwas. Die Kerne tönen wirklich... wirklich ein bisschen wie Elektromobil, wie der Johnny gesagt hat. Gut, bei dem gehört man es jetzt zum Teil wenigstens schalten. Also ihr seht, wir haben eigentlich in diesem Dörfli doch noch einige Häuser auch nicht angeschaut. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das ein Nachteil wird sein. Ich nehme es nicht an, weil in den meisten ist dann nur so Zeug, die man eigentlich schon noch brauchen könnte. Aber eigentlich nicht so elementar wichtig ist. Und vor allem, wir suchen ja eben gute Waffen. Also, wir erinnern uns noch, es war gestern oben, in-game natürlich, wo wir hier sind abgestürzt und fast sind abgekratzt wegen einer Zombie-Horde. Die scheint jetzt irgendwann anders unterwegs zu sein und jetzt versuche ich hier mal vorsichtig, jawohl, darum herum zu balancieren und mir hier mal einen kurzen Überblick verschaffen. Das hilft nämlich aber schon. I'm there. Gonna take a look around. Aber was, I'm there? Ist das irgendein... von jemandem ein Befehl gewesen, dass ich das so machen soll? Oder dann jetzt einige Zombies. Okay. Was ist da? Horde, easy. Wird mir das nachher immer angezeigt? SWAT-Zombie. Das ist so eine Schnau, oder? Scheiße. Naja. Fuck, die Horde kommt. Die Horde kommt, Jungs. Je, oh je. Schnell runter und losfahren, oder? Ja, so viel zum Losfahren. Oh nein, das ist ein Panzer, das sehe ich. So, damit so schnell den Graus machen, schön einsteigen und abzischen. Ist gut gelaufen, würde ich sagen. Ja. Das ist wirklich ein guter Karren. Schnell einen Schreier verrutscht, das ist auch immer ein geiler. Die mühsamen Siechen. Gäbe es auch eventuell eine schnellere Verbindung in die Stadt runter? Bin mir nicht sicher, wir erinnern uns auch noch gestern an den kurzen Ausflug hier in den Dinosaurierpark. In Anführungs- und Schlusszeichen, wo eigentlich nur der T-Rex wirklich spannend ist. Irgendetwas scheppert bei diesem Karren auch, als würde man Garto in Garto schmieren. Geil ist dann auch, dass das Blut sogar hinten aufspritzt. Aber es ist ja logisch, wenn man dann über die Zombie-Leichen drüber fährt mit erhöhter Geschwindigkeit, kann es natürlich sein, dass vom Zerplatzen von den Körpern ein bisschen Blut aufs Auto kommt. Drum in Zukunft, wenn mal die Zombie-Apokalypse kommen sollte, was wir einerseits nicht hoffen und andererseits ganz fest hoffen, würde es sich eventuell noch lohnen, eine kleine Wäschstrasse für Autos einzurichten, um das Zombie-Blut zu entfernen. Solange man noch Wasser und Benzin hat. Das Wasser zum Putzen natürlich und das Benzin zum Umfahren. Aber ich glaube, es wäre übertrieben, sich jetzt schon irgendwelche Vorräte anzuhäufen, wie das gewisse Amis machen. Weil die Chance, dass Zombie-Apokalypse kommt, ist glaube ich extrem klein, oder? Also, jetzt sind wir ja gestern hier links in den Laden rein. Da hat es was, noch ein kleines Kehlchen oder so. Das Game ruckelt, mir tränen fast meine Augen hin. Und hier bist du noch ein M, he? Ist mir so jetzt noch nie aufgefallen. Das ist alles recht krass abgesperrt hier. Da können wir auch gar nicht rein, oder? Nein, sieht wirklich schlecht aus. Irgendein Brändling so einiges, alles so ein bisschen am Kokeln. Da sind wir gestern ja schon ein bisschen durchgefahren. Schöne Häuschen jetzt hier noch so. Ist wirklich auch noch geil, dass nicht
jedes Häuschen gleich aussieht als andere und vielleicht einfach ein bisschen farbigere Fensterläden hat oder irgend so eine Seich. Das habe ich immer ein bisschen schade gefunden. Hier wären wir jetzt im Feuerwehr-Hauptquartier, was sicher nicht Schule ist. Oh, oh, oh. Aber gleichzeitig doch eine neue Location. Wobei, ich frage mich jetzt ganz ernsthaft, was kann man hier innen wirklich sinnvolles finden? Ausser ein kleines Zombie-Anloch, wo mich hier wirklich will anknabbern. Da habe ich jetzt etwa dreimal in die Scheiche geschlagen. Ja, ja, immer diese scheiß Baseballschläger. Also nein, die sind natürlich eh gut, aber ich frage mich langsam, ob ich nicht doch auf die stumpfen Waffen spezialisieren soll. Ich gehe wieder raus. Irgendjemand will irgendjemanden eskortieren. Ich habe keine Ahnung, von was das hier geredet wird. In den Gebäuden innen säckeln, das ist noch cool. Das braucht eigentlich keine Ressourcen, keine Energie, so muss ich sagen. So, kleine Molly. Schnell schauen, der hat noch ein cooles T-Shirt an, hä? Yep. Irgendeine grüne Zombie-Brut. Geil. Ganz geil. Ja, wirklich nice. Wow. Jetzt ist das aber so, dass das auch zu den grossen Waffen gehört, das Äxtli. Oder? Heavy Weapon, ja. Ich bin aber halt schon ein bisschen auf die spezialisiert. Schade. Aber ich wechsle wieder durch, wo ich mehr Fähigkeiten habe im Umgang. Okay. Looks like no zombies were close by. Das ist jetzt eine scharfe Waffe. Yeah, das können wir jetzt ausrüsten. Zwar nicht die sträubste Haltbarkeit, aber wird doch für ein paar Zombies länger. Ich möchte noch kurz hinweisen hier auf das Organigramm, wo man sogar lesen kann. Nice! Das erstaunt mich jetzt noch. Jetzt wollte ich schon einen Witz machen, wie unleserlich das, das Zeug ist. Hey, Golfschläger, okay. Die Ausbeute hier war nicht schlecht, also das Feuerwehr-Hauptquartier kann ich eigentlich für alle Spieler empfehlen. Und es hat grosse, schwere Waffen gehabt, es hat stumpfe Waffen gehabt, es hat scharfe Waffen gehabt. Für jede Spezialisierung gibt es etwas Gutes. Jetzt weiss ich auch nicht genau, wie das mit diesen Häuschen hier aussieht. Gehen wir doch schnell cleanen hier, das infizierte Zeugs. So, jetzt nicht allzu schnell laufen, weil sie laufen ja auf mich zu. Ah, get the fuck away from me. So, schön. Immer schön die Pirouette. Pirouette, Pirouette, Pirouette. Wunderbar. Und das ist... Ah, du Asoziale. Und das ist schon noch schön gemacht, wie das Zeug hier... von diesen Zombies draufgeht. Die Beine und Arme und all das. Komm, zieh dich, Mann. Ja, mir hier leider fast ein bisschen viel jetzt schon gönnt. Das ist doch schon wieder so ein Schreiermohren. Yep, da ist er. Nein, nein, daneben geschlagen, daneben geschlagen! Jetzt wird er hier noch vom Schreier blockiert, der sieht aber schon noch gut aus. Wenn er hier seine Fresse aufzieht, schon. Fast keine Power mehr, es endet immer gleich, es endet immer gleich. Ich habe keine Dinge. Verdammt nochmal, die Hage kann man nicht einmal an Zeus leer hängen. Das ist leid. Also, ich habe keine Medikits mehr. Das heisst, ich muss wirklich aufpassen. Wobei, die zwei Schreier sind schon weg. Das ist ganz klar ein Vorteil. Ja, ich will doch jetzt nicht wieder schon Material mitnehmen. Ich möchte eigentlich ein bisschen entdecken, ein bisschen suchen, ein bisschen etwas Gutes finden. Zwischendurch einen Zombie fertig machen. Und ich glaube, hier, diesen Food nehmen wir, weil... Ich weiss schon jetzt, dass sie mich extrem werden freuen. Oh, 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 schön ausweichen. End random auf das B drückt, aber es hat genützt. Also, aber ich werde eh schon wieder irgendeinem reinsäckeln, wo ich keinen Pfiff mehr habe. Und darum nehme ich das wirklich mit. Nichts gefunden. Irgendetwas, ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache oder ob ich einfach konsequent in den falschen Häusern schaue.
Sache ist einfach die. Es sollte doch wirklich gute Waffen haben. Und es hat doch richtig viele Zombies, Jungs. Wie machen wir echt das? Mit einer kleinen Ablenkung. So. Jetzt hat Chloe dort drauf zu. Yes, es geht sie das viel. Achtung. Jetzt muss ich so eine schöne Wendung machen, ja. Und jetzt auf das Häufchen zurasen vom Sträubsten. Yeah, zieh nach seinen. Scheiße, leider. Hey, nein, jetzt ist es geruckelt. Leck du mir am Arsch. Also, leider nicht ganz so gut gereicht, weil ich doch gewisse Probleme mit der Steuerung hatte. Ich bin einfach hinten nur noch 5 Bilder pro Sekunde. Ich komme mit einem wirklich fast zu kotzen. Also, nur sind noch die Überreste von Maya, glaube ich. Nur schnell deren ihre letzte Ehre erweisen. Und schnell schauen, dass sie nicht ins Gras beißen. Die Frage ist nämlich, wo der grosse Asozial ist, wo Maya hat fertig gemacht. Ja, also. Pick up Rucksack. I'm loaded up. See you back in base. Dann gehe ich jetzt schnell zur Richterin, gehe das Kabel laden. Und das Schulhaus muss ich mir dann hier noch ein bisschen genauer zu Gemüte führen, das nächste Mal. Aber jetzt sind wir schon wieder der Hälfte der Zeit. Da vorne sind mittlerweile verdammt viele Kerne parkiert. So, komm, verpiss dich nicht. Schnell rein. Fuck. So. Die trauen sich ganz schön weit führen, die Dreckszombies, Mann. Shit, die sind ja hier innen. Das ist das. Was macht dieser Typ, Mann? Hilf mal ein bisschen. Ja, danke, Jungs. Lecke. Ja, schön machen das hier. Fertig. Das Game ist zu geil. Der Zombie und er kommt diese und steigt jetzt durch ab, schwebend. Der hat seine Scheiche nicht einmal bewegt. Es nimmt dann schnell etwas in die Hände, zaubert sich etwas zu fressen rein. Es sind noch zwei Zombie-Horden am Start. Ist das geil. Kann ich echt diesen Typ fertig machen oder hat er auch noch Leben? Ich weiss, es ist asozial, würde jetzt nicht helfen. Und vor allem, wo ist jetzt der, der im Boden war? Warte schon. Nein, ich meine, der ist draußen, aber offensichtlich nicht. Ja, der macht das doch ganz gut. Und vor allem mit. Oh, wow, der ist down. Scheiße. Also, schnell ein bisschen helfen. So, genau. Schön gemacht. So. Zombie-Horde hat man cleaned, ja. Ja, nein, ist das jetzt zu geil. Das Game ist der Hammer. Auch auf, oder? Ja. Wo du hingere irgendwie mit jemandem gehackt, sodass es ein bisschen vorwärts geht. Durch den Rucksack. Hey, ist auch schön. Dann kann man hier durch die Wand schnell schauen, was dann abgeht. Der Rucksack macht mich leider ein bisschen langsam. Aber ist ja gleich. Feel like lending a hand? Yeah. Happy to help. Hilft dir gern. Geared up. We've got a few infestations to deal with. Okay. Ich möchte mir jetzt hier in der Nähe eine Basis bauen. So, ich bin zu faul zum Abensäckeln. Jetzt hier haben wir ein paar Hütten gecleant, oder? Jetzt können wir uns hier eventuell verbarrikadieren. Schnell schauen. Nein, definitiv nicht. Oh, wow, Giel, was geht mit euch? Vor allem, was läuft ihr hier so mit dem Sorglospaket entgegen? Finger euch ein Zombie. Das ist eine geile Sache. Nein, wir müssen also offensichtlich in ein Haus. Gut, dann gehen wir doch in ein Haus, und zwar eins, das wir hier hinten schon durchsucht haben, oder auch ein neues, egal. Ich muss unbedingt den Rucksack loswerden. I'm confused. Und gleichzeitig ist hier oben irgendein Aussichtspunkt. Die Leiter muss man irgendwie speziell runterlassen. Ah nein, geil. Aha, stylisch. Whatever you say. What happened? Finally had enough a few years back. Took our son to live in the city. I'm sorry.
Ja, sorry, deine äußerst interessanten Ausführungen. Hört man es leider nicht mehr so gut. Hey, das ist richtig geil mit diesen Aussichtspunkten. So kann man sich eben schon einen Vorteil verschaffen, weil... Oh shit. Ein Police Department. Das heisst, so einen Bullenposten, wo es nachher sicher Waffen gibt. I see some place worth a scavenging run. Ja. Ich auch. Da gibt es ein Storehouse. Okay. Bullenposten, jetzt ein Screamer. Infestation is all on the road. Wow, hey nein, das ist richtig viel Zeugs. Aber das garantiert uns das nächste Mal richtig viele Möglichkeiten, was wir machen. Da höre ich Hunde bauen. Ja, vielleicht ist das der Hund aus Call of Duty Ghost. Halleluja. Also. I see some place worth a scavenging run. SWAT Zombie, das ist glaube ich der Schnau. Juggernaut. Wow, auf den bin ich schon gespannt hier. So eine ultra starke Sicht wollte ich das schon wirklich noch fertig machen. Aber mit meiner Pistole, mit dem Schalldämpfer bringt das nichts. Da hinten haben wir noch ein paar gröbere Häuser. Vielleicht sogar so ein kleines Villenviertel. Hey, nein, da gibt's anders für Zeug, sorry. Yeah, I was afraid of that. You got Let's roll. Ich höre irgendwie Leute schreien, aber das könnte auch bei mir da in der Nachbarschaft sein. Da ist leider, ja. Ich habe fast kein Leben mehr. Und frage mich jetzt gerade, wo der Polizeiposten ist. Come on. Das war da auch nicht. Watch behind us. Nein. Und recht doch. Mama, Police, steh da. Neben dran ist gerade der Donut laden. Classic. I'm ready. Gut. Gehen wir rein. Zwei Schreier sind drin. Aufpassen. Wir haben das Erdgeschoss und den ersten Stock. Gut. Es sieht so aus, als wäre hier Bewaffnung zu finden. Yes! 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 Ein MP5E! Das ist geil. Wir legen das Stäbli weg, das brauchen wir eh nicht. Nein. Hey, nein, zum Glück bin ich hier bewacht. Die bauen hier wieder mal richtig Crap. Also, MP5 am Start. Das heisst, wir können uns dann mal so einen fetten Juggernaut vornehmen. Merci Jungs, für den Rücken frei zu halten. Da läuft fast noch ein bisschen spannende Musik. Hier sind die Zellen, he? Also der Wartekamera. Oh, da könnte auch etwas Schönes drin sein. Oh, das ist doch ein P90. Hey, nein, so geil. Und wow, zu viel Munition. Es ist super, dass ich hier rein bin. Vor allem die zwei Bullenkollegen passen noch gut auf. Super. Nebendran wäre die Tür gewesen. Aber nein, wir klettern hier schön über das Gitter drüber. Ist er jetzt nur erstaunlich flink gewesen, der Dreckszombie? Also gehen wir... Oh! Screamer! Hey, ganz ehrlich, wer haltet den Bursch aus? Weg hier! So, endlich down! So, und dann jetzt schnell so fertig machen, weil mit dem Jumpkick und dann mit dem Finisher sind sie aber schnell kaputt, die Siechen. Gut. Geil, ganz geil. Schöne Musik im Hintergrund, wirklich sauber. Bullenposten. Ist gut. Ja, so eine haben wir schon. Lassen wir die hier, falls wir irgendwie abkacken und... Lucky they didn't hear that. Where the hell am I gonna carry this? Ja, das wäre vielleicht noch cool. Drei Schüsse. Lassen wir die hier. Aber etwas zerstören ist aber auch leid. Ich bin unschlüssig. Das Bieli ist jetzt gerade bald kaputt. Tun wir das weg. Nehmen wir die Machete wieder. Yep. Und nehmen wir den mit. Tun wir schnell lesen, was da drauf steht. X, okay. Eine Nachricht von John. Ah nein, für John und für Zara, genau. Für Elisa, für Geraldo und den Mas. Für alle. Ist die Nachricht. Okay. Die letzte überlebend.
okay, das ist die beste Erinnerung, die ich euch geben kann. Oder einfach so ein bisschen in dem Sinn, dass man sich an sie erinnert. Er wird die Nachricht irgendwann hinterlassen und hofft, dass sie ihn jemand findet. Okay, es hat ein paar Bilder von Vegas vom letzten Weekend. Ah nein, vom letzten Jahr. Vom Vegas-Weekend von letztes Jahr dabei. Es sollte hoffentlich die richtigen Leute finden. In Liebe. Und wo sind die Fotos von Vegas? Ah, fuck it. Egal. So, es kann natürlich sein, dass irgendjemand, keine Ahnung wo, dann auch mit diesem Zettel irgendetwas anfangen kann. Alright. Gut. Schön den Bullenposten durchsucht. Yeah, noch einmal ist ein MP5. Und zwar nur die K-Version. Das K steht ja bekannterweise für kurz. Gibt's ja nicht einen Revolver mit einem Eikock oder was? Hey, hure geil, wenn ihr das Game auch habt. Geh in die Stadt. Geh in die Bullenposten. Und zieht noch mal das geile Zeug rein, was es dort zu holen gibt. So, schön. Finish it off! Yeah! Finish it off. Wo bin ich jetzt aufgekommen? Hier hinten, glaube ich, oder? Yep. Jetzt gehen wir schnell auf die Strasse raus und mal schauen, wie die Knarre aussieht. Aha, ja, schade. Ah, mal. Mal, wir können ein bisschen zoomen. Super. Finde ich jetzt wirklich gut. Hier im Donutladen. Ist geil. Wirklich direkt neben den Bullen. Der Sheriff McLeland. Oh, oh, oh. So. Coole Sache. Wir steigen hier gang wie weiter auf und irgendwann werden wir dann auch diese Spezialfähigkeiten können wählen. Ja, den Wecker nehmen wir wieder mal. Dieses Zeug ist gerade nicht. Hier ist irgendetwas infiziert unterwegs. Dieser hat den Gring im heißen Öl drin. So gut, so gut. Also. Aber jetzt haben wir uns ja eigentlich ein Haus suchen. Hier haben wir zum Beispiel gerade eins. Und uns dann dort drinnen ein Hauptquartier bauen. Dass wir dann hier können spawnen können. Ich weiss, wir laufen schon wieder relativ spät, aber ich würde sagen, die zwei Minuten lohnen sich jetzt noch gerade, die Hütte hier zu verbarrikadieren. Hier dann ein Lager zu bauen. Und beim nächsten Mal uns den weiten Weg mit dem Elektroauto in die Stadt sparen. Gut, dann wäre zu. Machen wir die Türen zu. Dankeschön. Hier ist nur eine Wand, das ist gut. Hier hinten haben wir ein Bad. Hier gibt es nichts zu verbarrikadieren. Das machen wir noch schnell zu. Links ist eine Zombie-Horde scheinbar. Eh? Oh, Scheiße, yep. Ich muss Ding. Sie kommen. Scheiße. Ich muss effektiv schauen, dass ich die Hütte hier kann. Ja, ich weiß halt auch nicht genau. Es wäre aber schon noch cool, wenn wir die hier als Rückzugsort könnten brauchen. Aber jetzt, wenn wir so angegriffen werden, das ist Crap. Also, schaut, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ein schöner Start ins Weekend, wieder Freiheit. Ich beime mich jetzt zurück mit unserem guten alten Trick. Ah, ich kann während der Missionen zu niemandem switchen. Shit. Das Problem ist, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt einfach aufhöre? Also, wir wissen, die Waffen habe ich noch, die waren geil. Wir wissen... Komm, geh mal weg, du Mary. Das... Meine nächste Mission wäre das Häuschen hier und jetzt wollte ich schauen, ob wir, wenn wir neu laden... Leck, der Kaleb, der sich ist Benzin geholt und das säckert jetzt alles hier hinten. Das Game muss man unbedingt im Multiplayer können spielen. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich drücke jetzt einfach Start, dann Exit Game und dann heisst es selber, ja, bist du sicher, alles, was nicht gespeichert ist, wird verloren gehen. Mal schauen, was alles gespeichert wird. Merci für zuzuschauen. Soll ich beim nächsten Mal bei dieser Mission weitermachen? Das wäre der Punkt 1. Oder soll ich noch ein bisschen Punkt 2 noch ein bisschen mehr Hütten durchsuchen, um noch ein bisschen geile Knarren zu finden? Sagt mir es, seht das wieder in den Kommentaren. Könnt ihr liken oder selber reinschreiben. Tschüss zusammen.